So, ich mache heute mal ein Full Day of Eating und wir haben jetzt circa, ich gucke mal kurz auf Uhr, 4 Stunden, 4,5 Stunden, nachdem ich aufgestanden bin. Dann habe ich heute Morgen 1,6 Liter Wasser getrunken erstmal. Ist relativ viel. Aber ich hätte gestern, glaube ich, nur insgesamt am Tag 1,5 Liter getrunken und habe am Abend noch eine Handvoll Nüsse gegessen. Oder sagen wir 1,5 Hände sind es vielleicht. Mal gucken, wie groß sind meine Hände. Ja, dürfte, also wenn die ausgebreitet ist, circa eine Handvoll Nüsse habe ich gestern noch gegessen. Und das hat halt ziemlich dehydriert. Deswegen hatte ich heute Morgen relativ viel Durst. Und jetzt nach 4,5 Stunden habe ich mal ein bisschen Bock und habe hier jetzt gewaschene rote Trauben. Das sind 600 Gramm, habe ich gewogen, und die werde ich jetzt zu einem Saft verarbeiten. So, ich habe leider, wie gesagt, ist mein Stativ noch kaputt, deswegen trage ich euch so ein bisschen mal rum. Ja, wenn das funktioniert mit einer Hand, ich glaube eher nicht. Da ist schon einer daneben. Und einer ist auf dem Boden. So. Glaube ich, 1,5 Liter Fassungsvermögen. Das werde ich dann jetzt halt erstmal. Ich hole gerade hier den Deckel. Mist. Werde ich erstmal mixen. Den Deckel des Deckels auch noch. Das ist eine KitchenAid-Maschine, die habe ich von meiner Oma ausgeliehen. Also alle Geräte, die hier rumstehen, gehören mir nicht. Thermomix ist von meiner Mutter. Also ich bin momentan wieder bei meinen Eltern und ja, die haben halt übertrieben viele Küchengeräte, auch einen Ofen und Spülmaschine werde ich mir auch im eigenen Wohnbereich nicht leisten. Auch kein Toaster, keinen kleinen Ofen, keine Kaffeemaschine, keine zweite Kaffeemaschine, keinen zweiten Mixer, keine Küchenmaschine, keinen elektrischen Juicer, keine dritten Mixer, keinen Wasserkocher. Also das ist alles total übertrieben. Ich glaube, das ist noch nicht mal alles. Egal, jetzt mixe ich erstmal durch. Ein bisschen länger ruhig, damit das alles schön aufgeschlossen wird. Wird jetzt leider halt, also das reicht schon. Es wird jetzt leider dadurch ja, Luft mit eingemixt, mit eingearbeitet. Aber naja, riecht auf jeden Fall ganz gut. So, was ich jetzt machen werde, ist das Ganze durch einen Nylonstrumpf zu ziehen. Da habe ich mir einfach von eBay einen für 1,50 € geholt, beziehungsweise halt zwei Paar Socken. So, hier ist einfach der Nylonstrumpf. Ich habe es noch nicht mit dem Strumpf gemacht. Man sieht hier die Kleinmaschigkeit. Ja, wenn die Kamera scharf stellen würde, was sie aber nicht macht momentan. Das ist halt besser als ein Küchentuch. Das werde ich jetzt mal ausprobieren, wie viel das besser geht. Weil das mit ohne Stativ jetzt nicht so funktioniert, führe ich das jetzt einfach rein und dann zeige ich euch das. Ja, ich habe es hier jetzt einfach über ein Behältnis gestülpt. Und jetzt gucken wir mal. Ich ziehe das mal ab. Huch. Ich ziehe das ab. So, und das meiste ist da jetzt eigentlich schon drin. Und jetzt fringe ich das einfach aus. Ja, da kann ich euch das jetzt nicht so gut zeigen ohne Stativ. Ich versuche halt mal kurz. Ja, mehr kann ich euch das nicht zeigen. Ich habe es gerade mit den Zähnen festgehalten. Aber so funktioniert das Ganze. Ich zeige es dann, wenn es fertig ist. So, ich bin ziemlich erstaunt. Aus den 600 Gramm, das waren 612 Gramm an Trauben, kriege ich ungefähr 500 Milliliter raus. Also, wenn das hier noch ein bisschen voller wäre, wäre das 400 Milliliter. Und hier habe ich noch ein bisschen drin. Also, es sind bestimmt 450 Milliliter circa. Also, drei Viertel oder vier Fünftel, sage ich eher, kriege ich da an Saft raus aus den Trauben. Deswegen finde ich Trauben ziemlich geil, die sind richtig saftig. Und natürlich Melone und Orangen. Das sind so meine Hauptobstsäfte, weil man auch halt wirklich richtig viel rauskriegt.
So, mit dem Strumpf ging eigentlich ziemlich gut. Wie habe ich das gemacht? Also, das ging wirklich besser als mit einem Küchentuch, das auszufringen. Ging deutlich besser, deutlich unkomplizierter und ja, da flutscht auch nicht mehr oben was raus oder so, weil da so ein Strumpf halt ziemlich lang ist. Aber ein Wäschesack wäre eigentlich noch besser, also noch einfacher. Und um den zu reinigen, habe ich ihn dann einfach auf links gedreht. Das ganze Zeug halt in den Mülleimer einfach nicht rausgerückt, sondern einfach ab mit den Fingern, nicht abgeschabt, sondern ich will das Wort jetzt nicht ein. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Und den Rest dann einfach unter heißem Wasser abgespült, unter heißem Wasser ausgewrungen und dann einfach nochmal so ausgefrungen und dann lasse ich ihn jetzt einfach trocknen. Beziehungsweise ich habe den danach nochmal auf rechts wieder ganz normal gedreht, nochmal heiß ausgewaschen. Also es waren insgesamt 2, 3 Minuten oder so. Also es geht auf jeden Fall unkompliziert. Ich glaube sogar noch unkomplizierter als mit dem Entsafter, den man danach aufwendig reinigen muss. Ja, ich habe den Saft jetzt nicht verdünnt, aber es schmeckt wirklich richtig geil. Richtig süß auf jeden Fall. Ja, schmeckt hammergeil. Und man hat da auch nicht so den Geschmack von einem Küchentuch, sondern drin von der Baumwolle. Aber ich empfehle halt vor, die Socken heiß auszuwaschen, gründlich. Damit da jetzt auch nicht unbedingt so Nylonstoffe oder was weiß ich, Chemikalien, womit das behandelt wurde, mit in das Getränk reinkommen. Ja, das war dann sozusagen die erste Mahlzeit. Die zweite Mahlzeit wird wahrscheinlich ein Smoothie sein aus 4, 5 Bananen und 150 bis 200 Gramm Spinat. Oh, draußen regnet's. Ich glaube, also das sind jetzt circa 500 Milliliter Saft, das sind circa 250 Kalorien. Die Bananen mit dem Spinat sind dann circa 500 Kalorien. Und als dritte Mahlzeit werde ich mir wahrscheinlich, die müssen weg, zwei Auberginen eine Stunde lang im Ofen. Bisschen nicht trocknen, davon werden die nicht trocken, aber die werden halt schön weicher und haben mehr Konsistenz, sage ich mal so. Sind nicht mehr so saftig und so, ja, nicht, die sind ja vorher nicht zäh, aber auf jeden Fall werden die so ein bisschen wie Ei. Deswegen heißt es auch Eggplant auf Englisch. Und da werde ich mir dann einen Dip zumachen, einfach aus Paprika und Agavendicksaft. Mal gucken, was ich da mache. Datteln habe ich halt momentan nicht mehr, aber Agavendicksaft kann ich noch aufbrauchen. Tomaten habe ich momentan auch nicht, weil mir keine geliefert wurden, obwohl ich die bestellt hatte. Das werden dann nochmal ca. 200 Kalorien sein, dann bin ich bei 1000 und das wird mir dann auch erstmal am Tag reichen. Dann gucke ich mal, ob ich irgendwie noch einen starken Drang habe, den ich irgendwie nicht wegkriege und mich total quälen muss, den auszuhalten, wenn das der Fall sein wird, was ich aber heute nicht glaube. Also wenn das der Fall sein wird, dann werde ich mir noch Sesam schroten und mit Karo-Pulver und Agavendicksaft zu so Schokokügelchen machen. Das werde ich dann halt alles zeigen. Das ist auf jeden Fall so der Plan, den ich spontan in 30 Sekunden mir überlegt habe, was ich heute esse. Kann natürlich immer anders sein, ihr werdet sehen. Bis dann, Full Day of Eating. So, wir haben jetzt 4,5 Stunden später. So lange hat mich der Saft, 500 Milliliter Traubensaft, satt gemacht oder zufriedengestellt. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Hunger oder ganz gut Hunger, beziehungsweise Appetit. Und den habe ich noch von vor 3 Monaten übrig. Das ist gefrorener Spinat, der ist meistens blanchiert, also nicht komplett roh. Vertrage ich aber trotzdem ganz gut. Gedämpftes Gemüse vertrage ich nicht mehr. Das vertrage ich noch ganz gut. Den wollte ich jetzt auf jeden Fall mal aufbrauchen. Und habe hier gefrorene Bananen, weil ich keine frischen Reifen mehr habe. Und das würde ich mir zusammen einfach mixen. Ich lasse hier gerade schon Wasser laufen, damit es heiß wird. Heißes Wasser, was halt gefroren ist. Dann tue ich den Spinat mit dem Wasser eben rein, mix das und dann tue ich die Bananen dazu, mix das nochmal. Dann sind da keine Stückchen drin. Das mache ich jetzt auch, weil ich das Wasser nicht so lange laufen lassen will. Bis gleich. So, ich snacke hier jetzt noch gerade eine ganze Gurke.
Schmeckt richtig geil. Ich habe auch, also in richtiger Bio-Qualität, also Bioland oder Demeter, schmeckt richtig geil. Das schmeckt das so gut. Da braucht keiner Salz oder Gewürze oder irgendwas hinzuzufügen. Das schmeckt so gut. Und ich habe gerade auch noch eine Paprika gegessen. Und jetzt werde ich das Ding mal anwerfen. Das sind genau 200 Gramm Spinat. So, jetzt noch die Bananen hinzufügen. Na, schon ziemlich viel geworden. Also 200 Gramm, das Wasser noch. Wenn ich die Bananen hinzufüge, ist das Ding komplett voll. Und ich glaube, es war eigentlich ein bisschen zu viel. Naja. So viele Bananen haben wir drin. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Gramm das sind oder wie viele Bananen das sind. Es dürften so 4 Bananen sein. Ja, ich denke mal 4. Das sind jetzt auch Demeter-Bananen. Ich habe da gerade schon ein bisschen von den gefrorenen probiert. Und ich muss sagen, die schmecken so richtig geil. Also der Unterschied ist so wie bei Deglet Nur Datteln, wie man das ausspricht, und zu Medjool oder Medjool Datteln. Das ist wirklich richtig krass. Das schmeckt richtig vanillig auch irgendwie. Das ist ungefähr so wie halt die Medjool Datteln in Bezug auf Datteln. Ist richtig geil. Kosten 3 Euro pro Kilo. Ist also halt schon ein bisschen teurer. Alles klar, jetzt ist das Ding fast voll. Lass mal anschalten. So. Ja, hier haben wir dann deutlich weniger Stückchen, als wenn wir das direkt zusammen mixen. Und ich liebe diese Farbe. Das ist richtig schönes Grün, finde ich. Ja, ob ich das ganz schaffe, weiß ich nicht. Und ja, wenn ich noch eine, also das war jetzt die zweite Mahlzeit zusammen mit einer roten Paprika und einer Gurke, beides mittelgroß. Und mal gucken, ob ich danach irgendwann noch eine Kleinigkeit esse. Dann werde ich mir wahrscheinlich Weißkohl machen, ein Stück oder eine Scheibe. Also ich habe hier den Weißkohl stehen, dass ich mir dann ungefähr so ein Scheibchen abschneide mit einem Apfel. Und weil ich keine Trockenfrüchte habe, ein bisschen wenig Agavendicksaft, den will ich auf jeden Fall auch noch aufbrauchen. Zusammen mit ein bisschen Zwiebel, nicht zu viel, vertrage ich nicht ganz so gut. Diese ganzen ja, Lauchgewächse nennt man das, wegen da sind, ich weiß nicht genau, wie der Stoff heißt, auf jeden Fall ist da ein Stoff drin, der antibakteriell wirkt. Und der auch gleichzeitig diese Schärfe ausmacht, das ist dann eigentlich schon ein Indikator dafür, dass das nicht wirklich gut ist. Bei Chili genauso. Und antibakteriell will man in der Regel eigentlich nicht haben für den Körper, weil man die Bakterien eigentlich braucht. Und das fängt dann schon im Mundraum an, dass das da antibakteriell wirkt. Nehme ich also nicht zu viel Zwiebel, werde das dann zum Brei mixen und so löffeln. Wenn ich das heute noch mache, dann sage ich euch Bescheid, beziehungsweise ich dokumentiere das und sage Bescheid, wie es schmeckt. Oder ich mache halt noch die Aubergine oder zwei Auberginen mit diesem Dip. Das wird sich sehen. Bis dann. Ich bereite schon die letzte Mahlzeit vor, damit ich das nachher direkt bereitstehen habe. Und hier habe ich jetzt zwei Bleche drin. Ein Blech mit zwei Auberginen und ein Blech mit Artischocke. Da denke ich mir aber mal, dass das nicht funktionieren wird, aber ich probiere es einfach mal aus. Und ich recherchiere auch überhaupt gleich nochmal, ob das überhaupt roh essbar ist. Also ich habe das ja halt bei 42 Grad circa ist das hier. Das heißt, ich jetzt circa eine Stunde im Ofen und mache jetzt für die Auberginen den Dip. Und da habe ich das hier gefunden noch. Anderthalb Tomate. Eine rote Paprika. Das hier ist Abfall. Und zwei Selleriestangen, die müssen langsam weg. Und dann werde ich da, also ich werde einen süßen Dip draus machen, so eine Art Ketchup. Ohne getrockneten Tomaten, weil auch wenn ich, die sind halt ein bisschen gesalzen, auch wenn ich die gut durchwasche, das Salz ist so
tief reingedrungen, dass ich die eigentlich nicht mehr verwenden will. Da muss ich mir irgendwann mal selber welche trocknen. Deswegen tue ich dann einfach noch für mehr Geschmack Paprikagewürz und Kurkuma-Gewürz rein, Hefeflocken und für die Süße dann Agavendicksaft, weil ich momentan auch keine Datteln mehr habe. Ja, damit experimentiere ich jetzt ein bisschen rum, bis es schmeckt und dann kommt der Rest. Bis gleich. So, alles drin. Diesmal auch nicht zu übertrieben viel genommen. Und ich habe noch eine halbe Zitrone reingegeben. Mal gucken. Mixen wir das mal. Ich hoffe, dass das schmeckt. Weiß es selber nicht. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, man hätte auch noch Zwiebel reingeben können. Fällt mir gerade ein. Mix es mal richtig gut durch, damit das ja ein Dip wird. Also Low Fat ist es halt. Halt wie eine Art Ketchup soll es sein. Mit Paprika. So, gucke ich doch mal. Huch. Ich probiere das mal jetzt hier so aus dem Deckel heraus. Ja, das riecht gut. Ja, doch. Weniger oder mehr Süße, überlege ich gerade. Also es kann man auf jeden Fall auch für was Deftiges nutzen, dass man dann halt keinen Agavendicksaft oder Süßes reingibt. Und dafür dann Avocado oder irgendwelche geschrotteten Samen. Aber für einen Ketchup ist das noch zu wenig Süße wiederum. Deswegen gebe ich jetzt einfach noch ein bisschen dazu. Und zeige dann noch, dass wenn die Aubergine getrocknet ist, als fertiges Anrichtprodukt oder so. So, ich hatte das irgendwie auf 2 Stunden gestellt in den Ofen, weil ich so verpeilt bin. Und jetzt habe ich leider keine Auberginen mit einer Konsistenz von Eiern, sondern die sind jetzt also wirklich Chips. Hört man ja auch. Es knackt so ein bisschen. Naja, was mir aber dabei dann eingefallen ist, schmeckt übrigens ziemlich geil. Also ich mag Aubergine. Schmeckt sogar ein bisschen süß. Oh, schmeckt richtig geil. Was mir dabei eingefallen ist, dass ich da mal bald was machen werde aus getrockneten Auberginen, getrockneter Paprika und Avocado. Das Geile ist, alle 3 Sachen sind Früchte. Das kann man sogar als Frutaria essen. Und daraus dann so eine Paste zu machen. Oder statt Avocado auch gekeimte und geschrotete Sonnenblumenkerne. Und dann vielleicht noch Gewürze, wenn man Bock hat. Aber wenn es getrocknet ist, hat es halt schon einen ziemlich kräftigen Geschmack. Hier ist der Dip. Ich mache jetzt einfach mal sowas in die Schüssel hier rein. So. Das nächste Mal werde ich trotzdem einen deftigen Dip machen. Das heißt, ohne den Agavendicksaft natürlich. Und dann auch entweder getrocknete Tomate oder getrocknete Paprika rein. Ja, und ein bisschen Avocado, dann ist das so Guacamole-artig. Oder hier auch wieder getrocknete, Quatsch, geschrotete Sonnenblumenkerne. Oder ich trockne irgendein anderes Gemüse, irgendwie Brokkoli oder Grünkohl, mache ich so Chips draus und mache dann, wie ich vorhin erzählt habe, aus ja, so eine Art Guacamole, aber halt mit getrockneter Aubergine und getrockneter Paprikas. Das hat auch einen bestimmten Namen, das kann man auch im Supermarkt kaufen, natürlich nicht roh. Was größtenteils aus Aubergine und Paprika besteht. Das habe ich früher auch richtig geliebt. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß.
Ja, ich muss sagen, der Ketchup ist nicht komplett gelungen. Also es schmeckt mit Datteln auf jeden Fall besser als mit Agavendicksaft. Aber sollte man wirklich Datteln nehmen. Mit Datteln habe ich den schon mal gemacht, damit hat er eigentlich richtig geil geschmeckt. Aber es schmeckt trotzdem noch relativ gut, doch. Alles klar, bis demnächst.